Hallo, ich bin Nina Dulek und das ist der Mutmachkalender. Der wird 25 Jahre alt und feiert sein Jubiläum. Und hier zeige ich euch mal, wie ich ihn gezeichnet habe. Also früher ist der Mutmachkalender entstanden auf Papier mit Buntstiften und einem Faserschreiber. Irgendwann habe ich dann festgestellt, dass wenn er dann gedruckt ist und ich ihn zugeschickt bekomme, das heißt, wenn er schon in den Läden ist, er ganz anders aussieht, als ich ihn gezeichnet hatte. Durch den Scan, durch den Druck wurden immer die Farben verändert. Und nachdem ich dann drauf gekommen bin, dass man ja auch digital zeichnen kann, habe ich einfach irgendwann beschlossen, und der Verlag war einverstanden, dass ich den Mutmachkalender seit ein paar Jahren digital machen darf. Und seitdem kommt er tatsächlich so ungefähr, wie ich ihn zeichne und wie ich ihn hier auf meinem Bildschirm sehe. Die Farben sind kräftiger und so weiter. Und weil ich so viele Blümchen bisher habe, auf meinen Kalender covern, habe ich mir gedacht, dieses Jahr fürs Jubiläum darf mal der Vogel auftauchen. Da ist er. Die Outline, also die Umrandung, habe ich schon gezeichnet. Und jetzt habe ich euch immer noch schnell gezeigt, wie ich ihn ausmale. Und dann mache ich da so eine Maske hinten dran, eine weiße, damit er sich schön abhebt. So ist das. Also das Witzige ist ja immer, dass die Leute mich fragen, weil ich ja am Computer arbeite, ob das noch, ob ich noch richtig zeichne, so mit der Hand. Und wie man unschwer erkennen kann, geht auch das am Computer nur mit der Hand. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich anders zeichnen soll. Mit Augenbewegung, sowas gibt's, aber ich habe das nicht, diese Art von Technik. Deswegen zeichne ich auf jeden Fall immer noch mit der Hand. Ich mache auch nicht so gerne Copy-Paste, weil irgendwie sieht man es immer. Also ich zumindest sehe das, wenn jemand anders Copy-Paste gemacht hat, also irgendwo was herholen und reinkopieren und so weiter. Oder, wie ihr auch gerade seht, mache ich das Ausmalen auch alles einfach so, wie wenn ich analog zeichnen würde oder ausmalen würde. Weil ich immer finde, das sieht man, wenn da einfach die Fläche gefüllt worden ist. Und außerdem mag ich das total gerne. Ich male gerne aus. Also die Ideen zum Mutmachkalender, die habe ich meistens und leider in der Nacht. Das heißt, kaum mache ich das Licht aus und wir wollen alle schlafen, dann kommen die Ideen. Das heißt, Licht wieder an, Ideen aufgeschrieben. Deswegen habe ich extra so kleine Notizzettel neben meinem Bett liegen, damit ich dann nicht so weit laufen muss, um die Ideen aufzuschreiben. Früher habe ich nämlich gedacht, ah, die kann ich mir merken, habe mir irgendwelche Eselsbrücken zusammengebaut, weil ich nicht aus meinem warmen Bettchen wollte. Und am nächsten Morgen war sie weg, die Idee. Ich wusste nur noch, dass sie echt gut war. Tja, das hilft dir dann auch nicht beim Zeichnen und deswegen habe ich jetzt einfach ein Notizbuch nebendran liegen und wenn sie in der Nacht kommen, wie sie das immer machen, dann schreibe ich sie auf. Und wenn mal keine Ideen kommen, dann frage ich einfach andere Leute und sage so, hey, was wolltest du schon immer mal im Mutmachkalender sehen? Was für ein Spruch? Und dann kommen eigentlich auch immer Ideen. Was mir gerade hier gar nicht gefällt, ist dieses Rosa und das tausche ich einfach aus. Da mache ich auch noch gerne solche Bewegungslinien nebendran. Dann hat man den Eindruck, dass diese Eins sich bewegt. Ist so. Ah, hier sind auch schon ganz viele andere. Oh, lolo, noch ein bisschen Konfetti. Wieso steht da neben dem Vogel flat, flat? Tja, das weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, also als ich den Kalender erfunden habe, war ich Jugendlicher und die kürzen gerne ab und deswegen habe ich statt Flatter, 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 habe ich Flat, Flat hingeschrieben. Wie kommt der Kalender aus meinem Computer zu dir nach Hause? Also, ich zeichne ihn, fertig, dann schreibe ich meinen Namen drunter. Hier sehen wir das.
Dann geht die Datei an den Verlag, der schickt sie an die Druckerei. Ach so, der muss vorher noch die Kalenderblätter so ordentlich setzen, dass der Drucker dann auch Kalenderblätter druckt, die man ausschneiden kann. Dann wird das alles gedruckt, verpackt, verschickt und die Buchhändler, die verkaufen den dann oder online verkaufen den Kalender und so kommt der zu dir nach Hause. Er kommt auf jeden Fall nicht aus meinem Büro. Ich habe hier auch kein Lager und verkaufe, sondern dafür gibt es Verlage und Buchhandlungen. So, jetzt haben wir fast fertig, würde ich mal sagen. Noch der Verlag, den schreibe ich mal hier unten rein. Die machen ihr eigenes Logo dann noch drauf. Aber als Platzhalter, damit sie wissen, wo es hingehört, mache ich das hier hin. Warum ist da rechts noch eine weiße Ecke? Also, das ist so. Ich habe ja die Stickerblume, habe ich schon fertig. Guckt, da habe ich sie weggeklickt, damit ich hier mehr Ruhe habe beim Zeichnen und auch die Zahl komplett auszeichne. Deswegen habe ich die Stickerblume, die ich vorher gezeichnet habe, einfach weggeklickt. Und da kann man hier Farbe weg, das war die Outline. Dann habe ich Farbe drunter gemacht und dann die Schrift oben drauf. Das ist alles auf einer extra Ebene, so transparente Ebenen sozusagen, so dass man, wenn da mal was schief geht oder der Verlag sagt, wir hätten lieber gerne eine rosa Blume, dass ich dann nicht alles wieder wegmachen und das ganze Blatt neu machen muss, sondern dann kann ich einfach hier die Farbe wegmachen. Wartet, zeige ich euch. Und dann mache ich eine rosa Blume. Und was man da unschwer auch erkennen kann, ist, wenn ich da einfach, wenn der Verlag sagt, wir wollen ja einfach eine rosa Blume haben, dann kann ich das schon relativ einfach austauschen. Nur, das seht ihr gerade hier auch, die Schrift, die dann oben drauf ist, also alles andere, was da so drumherum ist, muss ich dann auch neu machen, weil das passt ja nicht. Also das Ocker passt überhaupt nicht auf das Rosa, weil dann sieht man das gar nicht mehr. Das heißt, es ist schon Arbeit, aber es macht Spaß. Ich mag allerdings lieber Gelb. Den Mutmachkalender zeichne ich schon seit 25 Jahren für alle Leute, die nicht so gerne selber zeichnen. Gut, ne? Auf die nächsten 25 Jahre.